Die Zentarim sind eine Organisation von üblen Priestern, Zauberern und nichtmenschlichen Wesen, die darauf aus sind, den gesamten Handel und die Macht zwischen der Schwertküste, das heißt Baldur's Tor, Tiefwasser und des Mondsees, einschließlich der dazwischenliegenden Länder Cormyr und Audaroch unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihre Ziele in der Mondsee-Region sind mit den Zielen der Zentirfeste identisch und beide Parteien arbeiten Hand in Hand mit oft derselben Mitgliedschaft. Der Wirkungskreis der Zentrim ist aber weitreichender als der der Zentirfeste und sie verfügen über Spionen im gesamten Norden. Darüber hinaus sind die Zentrim nicht auf die Zentirfeste selbst beschränkt, sondern unterhalten eine Reihe von befestigten Außenposten. Ihre Herrschaft hat sich im Laufe der Jahre ausgedehnt. Die Zentarim sind nicht nur die dominante Kraft in der Zentirfeste, sondern halten auch die Rahmenzitadelle und Dunkelburg, zwei bedeutende Burgkomplexe, unter ihrer Kontrolle. Im Laufe der Jahre wurde mehr Macht von der Zentirfeste abgezogen, ersetzt durch viele unbekannte und unzuverlässige Handlager und in diese sicheren Gegenden verlagert. Innerhalb des Gebietes der Talländer riecht Zentarim nach Zentirfeste und umgekehrt, doch tatsächlich ist nicht jeder Bewohner der Zentirfeste gleichzeitig Mitglied des Schwarzen Netzwerks und nicht jeder Spion der Zentarim kommt aus der Zentirfeste. Abenteurer sollten aus diesem Grund darauf aufpassen, wem sie trauen. Ja? Wie ihr wünscht. Ja. Zentarim. Oh, was ist das? Geschichte von Ulgard. Okay. Wetten wir, wenn ich hier was aus den Regalen nehme? Okay, da sind sie mir nicht übel gesonnen. Oh, da ist die Geschichte des Einhornlaufs. Sehr schön. Die müssen wir zu einer Bardin bringen. Ja, neben dem Palast, okay. Wo, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, wir sind hier aber noch nicht ganz fertig. In dem Viertel gibt's zum Glück nicht viel. Das Haus ist nämlich verlassen. Hier unten kommen wir gar nicht erst lang. Wie man sieht. Und sonst haben wir ja nur das Haus, Haus der Dame, die riesige Halle der Wunder. Ups. So. Für euch tue ich aber natürlich. Ja? Hallo Ragefast. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir sollen hier eine Lieferung abholen. Du weißt ja wohl, dass ich dich womöglich wieder gehen lassen kann. Wir sind füreinander bestimmt, ob du das nun haben willst oder nicht. Schicksal oder nicht. Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Was? Wer wagte sie, das Haus von Rachel zu dringen? Sagt an, was ihr wollt, damit ich weiß, was ich auf eure Grabsteine meißeln musste. Harte Worte, Magier. Seid ihr gewillt, sie zu unterstützen? Ihr wagt es uns wie Diebe zu behandeln, ihr, der solche Verbrechen begeht? Wir möchten so wenig Schwierigkeiten wie möglich. Wenn ihr uns einfach die Nymphe aushändigt, die Ramazid haben will. Ramazid hat euch geschickt. Das verräterische Aas wird Abella nicht bekommen. Was er da verlangt, verstößt gegen die Regeln des Anstandes. Ich werde seine üblen Machenschaften ein Ende setzen. Zunächst einmal müsst ihr dran glauben. Ihr habt geläutet? Wie kann ich helfen? Ja, ich denke nicht. Ich denke, du kriegst magische Geschosse ab. Ragefast glaubt, dass Ramazid nichts Gutes mit der Nymphe Abella vorhat. Lodge. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das waren zweimal magische Geschosse und er ist kaputt. Eine Schurkenrobe. Stab der Lähmung. Wir haben langsam zu viele Stäbe hier. Schicksal oder nicht? Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Aber Rachel, wie so viele andere, war auch er der Empfindung, dass ich und meinesgleichen bei den Menschen hervorrufen, nicht gewachsen. Doch nun Zeug, meine Retter. Mir scheint, ich bin nun frei, doch wie oft musste ich schon erleben, dass hinter den guten Taten der Menschen üble Beweggründe stehen. Was habt ihr mit mir vor?
Ja, wir haben eine Pflicht zu tun, egal wie wir uns fühlen. Ihr sollt zu Ramazin gebracht werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er euch schlechter behandelt als Ragefast. Ramazin? Ragefast hatte panische Angst davor, dass ich ihm in die Hände falle, aber ich weiß nicht weshalb. Mir ist schon der bloße Gedanke unheimlich. Ich flehe euch an, tut es nicht. Ich traue keinem Spieler in diesem Spiel. Wir werden euch befreien und niemand wird euch mehr einsperren. Ja. Wir sind zwar rechtschaffen. Nee, wir sind neutral böse und auf den eigenen Profit aus, aber wir sind ein Bade und dadurch gleichzeitig ein Weiberheld. So rechtfertige ich das jetzt mal. Deswegen können wir einfach keine Frau einsperren oder ihr was Böses tun, außer sie ist selber richtig garstig. Wie freue ich mich darauf, wieder das Gras unter meinen Füßen zu spüren. Bitte nehmt dieses Halsband ab, das mich an der Ausübung meiner Fähigkeiten hindert. Als ich es von ihm erhielt, glaubte ich, es wäre ein Schmuckstück. Bitte, wollt ihr mir helfen? Meine Merkbarkeit kennt keine Grenzen. Nehmt diesen Umhang aus meinem Haar als Andenken. Ich werde wohl einige Zeit die Menschen gänzlich meiden. Lebt wohl. Abella konnte ihrer Gefangenschaft schließlich doch noch entkommen. Ja, Nymphenumhang. Oh, plus 2 Charisma. Was trage ich eigentlich gerade? Ein Schutzumhang plus 1. Oh ja, das ist praktisch. Was trage ich eigentlich hier? Golkets Familienamulett trage ich hier noch. Weil wir haben hier mindestens das hier. Jetzt habe ich Charisma, ey. Und ich kann Bezauberung verwenden. Ja? Ja, ihr braucht nur zu. Dann gucken wir mal, was Rage fast noch so hatte. Nichts und nichts. Und noch weniger. Wie kann ich helfen? Das ist ein sehr interessantes Haus, muss ich sagen. Ein Teleskop, eine Sternwarte, oder wie man auch immer dieses Ding nennt, da mit den sich bewegenden Teilen. Ein Bett. Ein kleiner Globus. Einen sehr interessant aussehenden Stuhl. Ja gut, den Käfig für die Nymphe. Wie grausam, aber keine Küche, keine Toilette. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Keine Ahnung, wo der immer hingeht. So, das heißt, wir haben jetzt alle Stadtteile abgesucht. Jetzt wird es erstmal Zeit, wieder zum Hafen zurückzugehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wir müssen auch immer noch den Jungen finden. Haben wir eigentlich das Schutzamulett für ihn? Ja, das haben wir hier rein. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, das ist nur Jeslik hier oben. Ihr braucht nur zu fragen. Also gut, das, da ist die leuchtende Laterne, da gehen wir als zweites hin. Also erstmal hier hin. Und ich glaube, der kranke Typ war im Teil östlich von hier.
Bis jetzt ist unser Ruf immer noch bei 10, ja. Das heißt, 11 oder 12 sind noch drin. Mal gucken, wir haben ja bei den Amelie-Priestern ein oder zwei Steine im Stiefel. Der Sturm möge die Ungläubigen verschlingen. Zu welchem Zweck sucht ihr die königliche Schlampe auf? Ja, wir möchten mit der Hohenpriesterin Yalanta Mistmir sprechen. Wir möchten sehen, wie der Tempel einer bösen Göttin vor innen aussieht. Wir sind Kormir-Touristen, versteht ihr? Wir möchten der Königin der Tiefe unsere Aufwartung machen. Wir möchten die Priesterin Tenia sehen. Wir möchten mit Yalanta Mistmir sprechen. Die Hohenpriesterin verschwendet ihre Zeit nicht mit gemeinem Volk. Was rechtfertigt euer Kommen? Würde uns eine Gabe von 50 Goldmünzen Zutritt verschaffen? Diese Gabe ist angemessen, wartet hier. Die launische Königin duldet keine Unverschämtheit. Ja. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Königin duldet keine ich bin Yalanta Mistmir. Was kann ich. Was führt euch zu mir? Wir brauchen eure Macht. Ein Freund ist von einem Geist verflucht. Wir bitten euch demütig, diesen Fluch zu brechen. Wir bitten euch, den Geist, der auf einem Freund von uns lastet, zu brechen. Wir bezahlen jeden Preis. Wir wünschen nichts weiter als euch von euch als den Leichnam des Dummkopfs, der versucht, in eure heiligen Hallen einzudringen. Die Herausgabe eines solchen Treulosen wäre eine großzügige Belohnung für meine Dienste. Bitten wir demütigst. Die Macht meiner Götter steht nicht jedem zur Verfügung. Wenn ihr wollt, dass sie euch diesen Gefallen tut, müsst ihr zuerst eurerseits Amberdi einen Gefallen erweisen. Ich möchte euch nur um einen kleinen, klitzekleinen Gefallen bitten. Das Fest des Sturmrufers steht bis vor. Es wird das erste Mal sein, dass ich an diesem hohen Feiertag mit der Leitung der Zeremonie betraut bin. Damit diese Zeremonie reibungslos verläuft, benötige ich einen Gegenstand der Macht. Das sogenannte Buch der Weisheit. Es befindet sich im Besitz der Priesterschaft im Tempel von Timora, von denen, die diese frivole Gottheit verehren, auch als Haus der Dame bezeichnet wird. Wenn ihr mir dieses Buch verschafft, werde ich euch euren Wunsch erfüllen. Wie lautet euer Schluss? Es sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Wir sind dabei. Wie ihr an dieses Buch gelangt, ist mir egal. Kommt wieder zum Tempel, wenn ihr es habt. Ja? Ja. Wie ihr wünscht. Die launische Königin duldet keine Unverschämtheit. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Hier sind viele Amalie-Priester. Der Sturm möge die Ungläubigen verschlingen. Ja, wir möchten Tenia sehen. Ich möchte Tenia sehen. Wartet hier, ich hole sie. Ah, da läuft sie rum. Ja, ich will nichts von euch außer den Leichnam des Nahen, der versucht, in eure heiligen Hallen einzudringen. Ich denke, die Rückgabe eines solchen Untreuen ist Belohnung genug für meine Dienste. Und sie sagt, naja, ich möchte sagen, die Mutter und ich hatten erwartet, euch eines Tages wiederzusehen. Keinesfalls jedoch so bald. Ich nehme an, ihr wollt eine Art Bezahlung für eure Taten außerhalb von Baldur's Tor, ja? Ja, ich will den Typen. Fällt nicht gerade viel, was? Also gut, nehmt das Kind und geht. Ich versichere euch, dass ihr es ohne Zweifel wieder zum Leben erwecken könnt. Aber es wird nicht mehr dasselbe sein. Der Tod verändert einen, und vor allem in so jungen Jahren. Ich weiß, wovon ich spreche. Geht und werft nie wieder eure dunklen Schatten in diesen Hallen. Es sei denn, ihr werdet hergerufen. Oh, und ich bin überladen mit dem Kind. Da, Dorn. Worum geht es diesmal? Ihr braucht Schlepp nur zu mal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, das heißt, wir dürfen wieder nach da oben. Hierher. Wie ihr wünscht.
wie ihr wünscht. Ihr rollt die Würfel und das Spiel beginnt. Mein Götter, unsere lächelnde Dame muss heute regelrecht strahlen. Schnell tragt den Leichnam nach drinnen, wo ich dafür beten werde, dass Thymorium das Leben wieder schenken wird. Ich werde keine weiteren Monate verschwenden, bis sich die Seele meines Sohnes wieder auf festem Boden bewegt. Kommt herein, werdet Zeuge des Wunders. Totes Kind eingebüßt. Jetzt kommt der Moment, auf den ich gewartet habe. Bitte keinen Lärm, ich muss mich konzentrieren. Die